Guten Abend. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von Na Sowas, unsere Jubiläumssendung. Das ist ja unglaublich, 50 Mal habe ich diese Sendung schon gemacht, bald bin ich kein Nachwuchsmoderator mehr. Das ist übrigens mein Co-Moderator, den Sie hören heute Abend, denn wir haben uns gedacht, wir nehmen unsere Gäste, die diese Sendung so erfolgreich gemacht haben, mal wieder, wenn es darum geht, Jubiläum zu feiern. Wir haben alle Stars ausgeladen und haben gesagt, die Leute, die diese Sendung gemacht haben, unsere Gäste sollen auch bei der 50. dabei sein. Und das ist schon der Erste. Das ist der berühmte Beo, Willi Grüsching mit der Barbara. Barbara, herzlich willkommen. Hallo. Du warst dabei, als es um die sprechenden Tiere damals ging. Und der Beo hat uns also einiges erzählt. Wie heißt er? Willi. Willi Grüsching. Ich bin der Willi Grüsching. Grüß dich, Willi. Servus. Es ist also so, dass das alles wirklich nicht gechippt. Du bist der Beo, alles freut mich. Als Vogel ist er der Beo, aber sein Künstlername ist Willi Grüsching. Freut mich. Wo kommst du denn her? Aus Kirchstetten. Aus Kirchstetten. Ich bin der Willi Grüsching. Aus Kirchstetten. Das sagt also ganz besonders vornehm. Ich habe also selten ein Tier gehört, das wirklich so schön und akzentuiert spricht. Zwischendurch sagt er auch mal unanständige Sachen, ja, aber also, da kann man natürlich, das hört er natürlich bei euch zu Hause, kann man nichts machen. Gut, na, ich meine, Entschuldigung, aber irgendwo muss ich es da her haben. Von mir hat es nicht. Ja, von mir auch nicht. Gut, Barbara, dann sind wir beide aus dem Schneider. Richtig. Ja, ist der Beo. Wir werden den ganzen Abend das Mikrofon auflassen, also immer, wenn er uns was zu sagen hat. Also, er nimmt mich wie so viele nicht ernst, das ist furchtbar, aber was soll ich machen? Wie der Beo. Wer ist der Beo? Also er stellt sich immer wieder vor und er wird mir ein bisschen helfen heute Abend. Wir haben natürlich lauter so Geschichten, ich gehe schon mal darüber. Denn da drüben haben wir Gäste, die etwas können, was sie zu Hause wahrscheinlich nicht können. Und ich gehe davon aus, dass es bei den meisten Sachen so ist, die wir Ihnen heute zeigen. Wir haben übrigens gar keine Musik diesmal dabei. Letztes Mal hatten wir vier. Diesmal machen wir uns unsere Musik selber. Das sind also die berühmten Pfeifer. Sie sehen aus wie Brüder, haben aber nichts miteinander zu tun. Vielleicht stellst du dich mal vor, wie heißt du? Karl Mayer aus Bergheim. Aus Bergheim. Bei Nürnberg. Neuburg. Bei Neuburg, genau. Und du kannst etwas, was eigentlich die wenigsten können. Sie können es zu Hause ja mal versuchen. Er kann pfeifen, und zwar durch die Nase. Er macht den Mund dabei nicht auf. Das ist also einer von den Gemeinden, die in der Schule immer da sitzen, als wäre nichts. Und in Wirklichkeit und welche Melodien zum Beispiel kannst du pfeifen? Alle. Alle. Was willst du heute uns präsentieren? Verena, Pussy. Ist okay, Pussy. Sag mal, a Song of Joy. Song of Joy. Freude, schöne Götterfunken, also eine große Melodie, die eigentlich auch in dieses Jubiläum passt. Vielleicht kann der Bär mal den Schnabel halten, damit wir den Freude, schöne Götterfunken hören. Alles klar, durch die Nase gepfiffen, ohne den Mund zu öffnen. So möchte ich mal reden können. Verena, Pussy. So, das war sehr dezent, also Kammerton sozusagen, das klassische Pfeifen. Er macht es ein bisschen lauter, er ist der Jürgen Kern. Er war bei uns schon mal dabei, Sie erinnern sich vielleicht an ihn. Und er hat etwas gemacht, was also schon mal vom Akrobatischen her interessant ist. Er bringt nämlich die Zehe so weit in seinen Mund, dass er darauf pfeifen kann. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Schwarzwald, aus Oberbrechtal. Schwarzwald ist ja sehr aktuell im Moment. Mit gebrochener Zehe schon mal in der Klinik gewesen? Nee, dann nein. Sonst könntest du auch nicht mehr drauf pfeifen. Das ist eine kleine Ortschaft. Ist der Schwarzwald jetzt wirklich so groß im Geschäft? Also hast du auch schon mehr Fanpost bekommen als damals? Ja, schon ein bisschen mehr wie damals, ist eigentlich ganz klar. Aber jetzt wird die Fanpost also in absolute Höhe schnell, weil du nochmal pfeifst. Welchen Titel? Der Titel heißt Ilona. Das ist ein Text, den ich eigentlich, oder beziehungsweise ein Titel, den ich eigentlich selber komponiert habe. Also so nennt, komponiert für einen nackten Fuß. Wir pfeifen auf der zweiten Zehe. Nein, erst auf dem zweiten, dann auf dem dritten, dann auf dem vierten. Oh, das ist ja geradezu orgelmäßig. Okay, mal schauen, was hinkriegen. Yeah, auf den Fuß gepfiffen. Herzlichen Dank, eine reife Leistung. Jetzt wende ich mich diesem Herrn zu.
Sie werden sich fragen, was der da oben macht. Und ich werde Sie nicht verraten. Er ist sozusagen der Knaller heute Abend. Was wird er machen? Vielleicht spuckt er gar aus dieser Höhe auf den Boden. Das wäre zum Beispiel eine Leistung, die na sowas wert wäre, aber nicht na sowas extra. Deswegen, Beo, sag ruhig mich. Also er haut mir dauernd dazwischen hier. Hallo, Willi Gersching. Wir werden jetzt einmal zurückblicken. Wir haben also keinen Grund, im Zorn zurückzublicken, denn alle unsere Gäste waren super. Und diese Sendung. Das ist einer der Meriter als ich, dass es sowas gibt. Diese Sendung war immer eigentlich etwas für jedermann. Es gibt sehr schlichte Menschen, denen diese Sendung gefällt. Das liegt meistens am Moderator. Und es gibt natürlich auch hochintelligente Menschen, die diese Sendung nicht nur zu Hause angucken, sondern sogar mitmachen. So hatten wir beispielsweise, als es ums Pfeifen ging, einen richtigen Professor. Wir hatten den Professor von Saalfeld da, der in der Lage war, zweistimmig zu pfeifen. Bitte, Herr Professor von Saalfeld. Der Steinhauer. Faszinierend. Auch nochmal, Frau Meister. Sie haben auch was ganz Spezielles. Was präsentieren Sie? Ich pfeife und singe gleichzeitig. Sie pfeifen und singen gleichzeitig. Was pfeifen und was singen Sie? Lieder im Kanon. Machen wir einen Kanon? Ja. Gut. Was singen wir gegenseitig? Ein Jäger aus Kurpfalz. Jäger aus Kurpfalz und. Ach so, im Kanon. Ein Jäger aus Kurpfalz jetzt. Im Kanon. Sie versucht sich selber zu überholen. Achtung! Ruhe bitte, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Bravo. Er ist Spezialist für besonderes Summen. Huste dich mal richtig frei. Was summst du uns jetzt für ein Lied? Das war noch Husten. Der Mond ist aufgegangen, hatten wir ja schon. Den Frère Jacques machen wir jetzt. Ja? Bitte um äußerste Ruhe. Simon summt und brummt. Das ist noch Husten. So, alles klar? Frei? Mach nochmal. Mach nochmal richtig. Nee, sonst wird es freistimmig. Gut, auf geht's. Ruhe bitte. Und Gas? Jetzt ist die Luft aus hier. Ja, den hätten wir auch ganz gerne wieder hier gehabt, aber der Husten von damals immer noch nicht ausgeheilt. Er war ein bisschen krank, aber wir haben jetzt Herrschaften da, die mit ihren Körperteilen Dinge machen, die Sie zu Hause bitte lieber nicht nachmachen. Als erstes haben wir einen, den Sie kennen. Er wird als Fingerverbieger in die Nasowas-Geschichte eingehen. Herzlich willkommen, Ulrich Vollmeier. Ulrich. So, weißt du noch, wann es her war, als du zum ersten Mal da warst? Vom guten Jahr. Ungefähr. Vom guten Jahr. Es geht immer noch. Es geht immer noch. Es geht immer noch, ja. Er verbiegt seinen Finger auf solche Art und Weise nach hinten, dass es einem wirklich also Angst wird um den Finger. Er ist noch dran. Wir haben, um das Ganze ein bisschen zu unterstreichen, noch einen kleinen Trommelwirbel. Der bringt dich nicht durcheinander. Nee. Gut. Meine Damen und Herren, dann bitte ich jetzt um den leisen Trommelwirbel. Ulrich Vollmeier biegt wieder. Langsam, jetzt kommt die Sollbruchstelle. Und da war's, mit Anschlag. Und der Finger ist also nicht gebrochen oder hängt locker dran. Mit dem Finger ist an und für sich medizinisch alles in Ordnung. Im Prinzip schon. Weil Verena,
Alles okay? Alles okay, Finger dran, nach hinten verbogen. Dankeschön, Ulrich. Servus. Tschüss. Ja, was dem Finger recht ist, ist dem Fuß billig. Wir haben auch einen Fußverdreher. Das ist der Rudolf Heinzel. Herzlich willkommen, Rudolf. Servus. So. Rudolf macht also etwas, was eigentlich völlig unglaublich ist. Er bringt die Fersen nach vorne und die Fußspitzen nach hinten. Richtig so? Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, irgendwann einmal. Das kann man nicht lernen. Das. Irgendwann dreht jeder mal die Füße nach vorne, manche nur einmal, er öfters. Alles klar? Halt dich ein bisschen bei mir fest, klar, solange ich nicht mitmachen muss. Voilà. Und im Freistand. Rudolf, danke, servus. Ja, das waren zwei Gäste, die Sie bereits kannten. Wir haben das Ganze eigentlich noch ins Unglaubliche gesteigert, denn wir haben die Karin Kraus gefunden. Herzlich willkommen, Karin. Servus. So, Karin. Auch da muss ich eigentlich vorher erklären, was sie macht. Man glaubt es nämlich nicht. Dieses kalte Händchen wird sie jetzt nach hinten drehen, aber nicht nur das, sie dreht es auch wieder nach vorne. Ich meine, wenn man es beschreibt, glaubt man es nicht. Wenn man es sieht, glaubt man es auch nicht, aber es ist trotzdem wahr. Karin, ganz langsam. Langsam, langsam. So, jetzt ist bei den meisten Schluss. Karin, und zurück. Das tut weh, hä? Tut nicht weh? Also du hast überhaupt keine Schmerzen dabei? Überhaupt nicht, nein. Hast du irgendwann mal beim Arzt dich vorgeführt? Was sagen denn die Ärzte? Bist du gesund? Ja, ich bin gesund. Die wissen nicht, was es ist. Also es ist nicht irgendwie die Folge, dass du mal die Kellertreppen runtergefallen bist? Nein. Man, kannst du das auch irgendwie nutzen? Ich meine, dass du in der Schule irgendwie so beim Handstand, muss es ja toll aussehen. Oder ist das an und für sich nur so für Kinderfasching? Nur so, ja. Nur so, machst du immer wieder gerne. Man muss es oft vormachen in der Klasse und so. Mach du noch einmal bitte. Ja, öfters, ja. Ja, bei uns auch noch einmal bitte. Ich kann mich nicht dran satt sehen. Ja, danke. So. Und jetzt machst du das Gleiche mit dem Kopf. Hä? Na, gut, dann lassen wir das. Aber du übst eifrig. Karin, bleib bei mir, denn jetzt gucken wir uns etwas an, was auch schon mal in der Sowas war, was aber ungeheuer gut angekommen ist. Es ist das Körperorchester. Auch das hält man eigentlich kaum für möglich, dass Menschen in der Lage sind, mit ihren Gebeinen so einen Krach zu machen. Der Herr zum Beispiel, der dann so in die Knie geht und dieses furchtbare Geräusch macht, der nennt das seine Knieknarre. Ich darf ihn also jetzt präsentieren, Menschen, die mit ihren Körpern Geräusche machen, das Körperorchester mit Olaf.
Olaf und sein Körperorchester. Wir haben natürlich in unseren 50 Na Sowas-Sendungen viele Menschen gehabt, junge und alte. Und vor allem die Älteren haben unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und viel Spaß verstanden und haben teilweise auch noch körperliche Leistungen gebracht, die unglaublich waren. Ich erinnere an die alte Dame aus Augsburg, die sich nun wie eine Schlange am Boden gewunden hat, obwohl sie weit über 70 war, bei ihr als Maul. Und dann an einen Herrn, der aus England kam und im Alter von 63 noch einen Weltrekord hält, den nämlich im Seilspringen. Hier ist Albert Rayner. Robert, good evening and welcome to the show. Hey. You've been one of the stars with your rope jumping. Yes. And you still do it. Oh yes, yes, keep going. Er macht es immer noch, obwohl er also vor zwei Jahren, glaube ich, schon da war. Und er ist absolut immer noch Weltmeister, was die Geschwindigkeit betrifft. Das ist der erste Teil. That's the first part. Hier geht es also mehr um Kunst am Seil. Er schwingt es also von links nach rechts, von rechts nach links. Albert Rayner. Teil, the first part. Yes. Jetzt high speed. High speed, yes. Jetzt kommt now this one. I think this the fast one. Yes. Yeah. Is this the fast one? Yeah. Fast one, yes. Jetzt yes. kommt das ganz schnelle, meine Damen und Herren. Albert Rayner im Hochgeschwindigkeitstest. Der Mann ist 63. Da sehen andere so aus wie ich. Schnell, dass man das eigentlich mit bloßem Auge gar nicht mehr sieht. It was so fast, you can't see it with your own eye. I think we show it in slow motion. Wir gucken uns das Ganze noch mal in Zeitlupe an. Albert Rayner, jetzt. Und die Haare fliegen. Jetzt kommt etwas, das sind die Keulen, mit denen auch meisterlich umzugehen versteht. Auch da ist er Weltmeister. Maybe you show a little bit of the program, ein bisschen, was man damit machen kann. It goes up and down. Hop, hop, hop und... Jawohl. Und spätestens jetzt kracht das Flugzeug an die Wand. Und Wirbel. And the other one, the fast one in the hand. Das, ja, und jetzt noch einmal gegengesetzt. Und jetzt. Jetzt, jawohl. Dieses. And now, I think we do the marching one. Pass auf, jetzt machen wir, now we do the march. Jetzt machen wir einen kleinen Marsch, but with the music of the people. What should they do? Well, yeah. Point all the ladies. Alle Damen. To clap your hands. Hände klatschen. Okay. All the gentlemen, all the gentlemen, stamp your feet. Und die Herren, zack, zack, nur die Herren. Keep und die Damen, and the ladies, clap keep your hands. Keep in time with the van. Keep in time with the van. Hey, keep going. Still keep, immer weiter. Keep going. And here comes Albert Rayner. Diddy-diddy-lum, jump, jump, diddy-diddy-lum, jump. Keep going, man! Okay, thank you, danke schön, Albert Rayner. Bye bye. Thank you. if you do the 100th show, you come again. Yes. Bei der 100. Show kommt wieder. Herzlichen Dank und bye bye. Yeah. So.
Wir kommen wieder zu unserem Freund oben auf dem Turm. Ich sag ihm jetzt, was passieren wird. Er sitzt dort oben im Schneidersitz, im sogenannten Lotussitz, weil der Schneider auf Japanisch Lotus heißt. Und er wird runterspringen. Er wird, so wie er da sitzt, von oben 3 Meter im freien Fall nach unten krachen. Ich bitte Sie, versuchen Sie es zu Hause nicht, bevor Sie es von ihm gesehen haben. Er konzentriert sich jetzt, denn das Ganze ist nicht nur eine sportliche Leistung, es ist auch eine Leistung von Körperbeherrschung und Konzentration. Also, meine Damen und Herren, warten Sie. In ein paar Minuten ist es soweit. Der junge Mann kracht von oben nach unten. Ich meine, von unten nach oben könnte ich es auch, aber jetzt was ganz anderes. Wir haben in dieser Zeit, wie ich gesagt habe, ältere Menschen gehabt, die haben natürlich auch viele Kinder gehabt. Und wir haben Kinder gehabt, die ganz tolle Sachen gemacht haben. Wir haben Kinder auf dem Motorrad gehabt und wir haben Kinder mit Instrumenten gehabt. Hier sind sie noch einmal, unsere Kinder der Suzuki-Schule. Das toll. Das war natürlich mehr was fürs Herz, aber wir hatten selbst. Beo, jetzt sagen wir euch. Wir hatten natürlich in der Sendung selbstverständlich auch Dinge, wo einem das Blut in den Adern stockte. Wir erinnern uns an das Ehepaar Emsen, Gunnar und Marika und ihre Spieltiere, die gefährlichen Vogelspinnen. Bitte schön, das Ehepaar Emsen. Herzlich willkommen. Gebt der Gnädigen lieber die Hand. Meine Freundin, die ich beim letzten Mal sogar angefasst habe, ist diesmal nicht dabei. Es geht ja nicht gut. Grüß dich. Sind die Vogelspinnen gefährlich für Beos? Grüß dich. Grüß dich. Ja, das Gift könnte reichen, aber auch der Beo könnte gefährlich werden für die Vogelspinnen. Gut, dann wollen wir die nicht zusammenbringen. Nee, ist besser. Sondern lieber euch, euch beide. Er macht etwas, was eigentlich wirklich nur für starke Nerven ist. Deswegen habe ich den berühmten Gong aus Was bin ich? Es geht nicht um Schweindler, sondern um Spindel. In dem Moment, wo ich den Gong schlage, sollten Menschen mit zarten Nerven wegschauen. Gunnar macht nämlich etwas, was nur er und die Spinne können. Er nimmt diese... Hör auf, das ist eine Unverschämtheit. Er nimmt ja dich nicht in den Mund. Er nimmt die Spinne in den Mund, gurgelt einmal kräftig und dann kommt sie wieder raus. Alles klar. So, bis zum Mund lassen wir noch die zarte Seite zugucken. Aus, aus. Und... Eine lebende Vogelspinne, meine Damen und Herren, jetzt im Munde von Gunnar Emsen. Er kaut einmal gut durch und jetzt... Der Spinne ist nichts passiert, meine Damen und Herren. Sie haben es gesehen, die Spinne ist gesund und munter. Und Gunnar, du auch, ja? Da bin ich ruhig. Oh so, schön. Damit sie nicht dann morgen noch so da sitzen und die Lottozahlen verpassen. Das ist Mechthild. Mechthild.
Ich würde sie ja gerne mal anfassen, aber es ist nicht ratsam, gell? Die hat mich vor kurzem gebissen. Und Sie nehmen sie immer noch? Heute das erste Mal wieder. Heute das erste Mal wieder. Weißt du auch nur, was durch den Pullover? Habe ich noch nicht probiert. Wir wollen es auch gar nicht wissen, würde ich auch sagen. So, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr da wart. Ich glaube es immer noch nicht, aber es ist wirklich, es ist live und wahr. Ich bedanke mich, küsse die Hand. Ich nehme lieber die Damen in den Mund. Also ich bin Servus. Tschüss. Servus. Gunnar und Marika. Dann hatten wir es natürlich auch mit weniger gefährlichen Hunden zu tun. Wir hatten mal einen Hund, wo jeder daran erinnert, dass der Mama sagen wollte, hat es nicht geschafft und er wird es auch nicht mehr schaffen. Er lebt nicht mehr, der Gute. Er soll auf dem Sterbebett noch einmal etwas Ähnliches gesagt haben, aber jetzt ist er in den ewigen Jagdgründen und es war Altersschwäche, also ihm ist nichts passiert. Wir haben allerdings auch eine Familie gefunden, die einen Schimpansen ihr eigen nennt. Diese haben wir zu uns eingeladen. Hier die Erinnerung daran. So. Sie sehen jetzt die Familie Schimpanski beim Abendessen. Herzlich willkommen, das ist Caroline und das ist Frau Klink. Und Sie sind Herr Gutauf, Sie sind ein Freund der Familie und passen ein bisschen auf den Kleinen auf, denn er isst mit Messer und Gabel, darauf hat er Wert gelegt und mir ist doch ein bisschen mulmig neben ihm. Sie haben den sozusagen an Kindestadt angenommen, ja, Frau Klink. Ja. Wie lange lebt er bereits bei euch in der Familie? Acht Jahre in der Familie, ja, und nur Freude, was? Ja. Wir haben auch einen kleinen Film gemacht, denn er ist ja so richtig angereist zu uns, ja, damit man also auch sieht, dass mit dem gut Start zu machen ist. Das war der Start. Wo kommt ihr her? Wir sind heute Morgen aus Kassel gekommen. Aus Kassel? Normal kommen wir aus Recklinghausen. Ah ja, Caroline. Soll ich nochmal nachgießen? Danke. Bleib da. Danke. Guck mal, Caroline im Fernsehen. Kennst du das? Er da guckt. Das war also im Flughafen. Was sagen denn die Leute, wenn da so Menschen mit Affen kommen? Schrecklich. Schrecklich, ja? Ja, nicht, dass sie schimpfen, aber man nicht wie der Rattenfinger erfahren. Ne? Eben ja, dabei ist er so nett. Stewardess, sehen nicht schlecht aus, ne? Ach, guck mal, er kriegt Kinderspielzeug. Dankeschön. Hier. Hier. Ist jetzt mit der Garten. Sag mal mit dem Schlagzeug ruhig hier. Jetzt kommt er wieder, ja? So ist recht. Er hat immer nur so Etappen, wo er gerne unterm Tisch sitzt. Ja, ist warm. Ist warm hier, hä? Aber in Afrika ist doch auch warm. Sag mal, ich bin schon acht Jahre nicht mehr in Afrika. Acht Jahre nicht mehr in Afrika. Da war er schon lange nicht mehr. Komm, steck dir noch einen Schnitzel ein. Hat er Hosentaschen auch? Nee, nee. Nee? Schon vorsichtig. Aber er ist sympathisch. Würden Sie es noch mal machen? Ja, aber nicht alles zusammen an einem Tag. Ach so, nee, ich meine, noch mal einen Affen adoptieren. Ja, mein Freund. Ist aber toll. Ja, ist gut. Er ist mein Freund. Aber er hat, guck mal, nicht riechen, nicht riechen. Mag mein Rasierwasser nicht. Gut, da würde ich sagen, er hat sich schon verabschiedet. Lassen wir ihn auch. Caroline, guten Heimflug. Komm, nimm Schnitzel mit. Nimm ein Schnitzel mit. Bevor du, stecken wir es nicht in die Tasche, komm. Ja, das war die Familie mit Affen. Und dann kam zu uns die Dame mit Hund. Sie erinnern sich, eine von unseren tschechischen Zuschauerinnen hatte uns geschrieben, dass sie ein Hündchen hat namens Honska. Und dieses Hündchen sei in der Lage, 10 Gegenstände auf Zuruf voneinander zu unterscheiden und zu ihr zu bringen. Wir haben natürlich die Probe aufs Exempel gemacht. Hier ist Honska und Olga Kramosilova. Vielleicht hier den Ball. Nehmen wir einen Affen hier hin. So. Okay. Okay. Er erkennt alles wieder. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Er kennt, ja, er kennt was Gutes. So, was passiert jetzt genau? Sie sagen. Ja, so, jetzt bringt er Schlüssel, ja? Gut, da bringt er Schlüssel. Ja.